Zelten ist gelebte Freiheit. Ob beim Trekking in den Bergen, auf der ganz großen Radtour mit Freunden oder der Motorradreise in ferne Länder, ein Zelt muss dabei sein, denn es macht unabhängig. Zelte gibt es in allen möglichen Größen, von der Dackelgarage bis zum Luxuspavillon. Die hier vorgestellten 3-Personen-Zelte bieten allerdings einen bemerkenswerten Kompromiss aus großzügigem Platzangebot, kleinem Packmaß und geringem Gewicht. Überdies sind sie erschwinglich, halten viele Jahre und kosten meist weniger als eine einzige Hotelübernachtung. Worauf also warten Sie noch? Das erste Produkt auf unserer Liste ist High Peak Nevada 3-Personen-Zelt. Bei dem High Peak Nevada 3-Personen-Zelt handelt es sich um ein Kuppelzelt. Es hat aufgebaut die Maße 210 x 180 x 120 cm und bietet ausreichend Platz für bis zu 3 Personen. Das 3-Personen-Zelt von High Peak soll sich einfach und schnell aufbauen lassen. Das Gestänge ist steckbar und farblich markiert, was dem Hersteller zufolge den Aufbau effizienter gestaltet. Eine Wassersäule von 3000 mm schützt vor Regen und die Nähte sind wasserdicht. Das atmungsaktive Polyestergewebe sorgt für ausreichend Frischluft. Ein wettergeschützter Eingangsbereich hält den Innenraum und das Gepäck trocken. Laut Herstellerangaben wird zur Herstellung des Zeltes hochwertige 210D Polyesterfaser mit einer wasserdichten 190T Beschichtung verwendet. Mehr zu dem Belüftungssystem und den Ausstattungsmerkmalen zeigt folgendes Video des Herstellers. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Innentaschen für die Aufbewahrung von wichtigen Utensilien sind ebenso vorhanden wie ein Lampenhalter zum Aufhängen einer Campinglampe oder einer Taschenlampe. Extra starke Erdnägel gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Das Gestänge ist aus 7,9 mm starkem Fiberglas und das Zelt hat ein Gewicht von 3,7 kg, weshalb es sich nur bedingt für ausgiebige Wandertouren in der freien Natur eignet. Was bedeuten die Angaben 210D und 190T bezogen auf das Zeltmaterial? Der Wert 210D steht für die Materialstärke des verwendeten Garnmaterials. Der Wert 190T gibt die Anzahl der Fäden pro Quadratinch an. Was im Detail hinter diesen Angaben steckt, erläutern wir im Ratgeber. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Kejecta 3-Personen-Zelt High Peak Nevada 3-Personen-Zelt. Das Gestänge des Kejecta 3-Personen-Zeltes ist dank einer hydraulischen Stangennarbe am oberen Ende des Zeltes innerhalb von einer Minute komplett aufgebaut. Das erleichtert nicht nur den Auf-, sondern auch den Abbau enorm. Das Zelt lässt sich in 3 Arten nutzen. Entweder als vollwertiges Campingzelt mit Regenschutz und einer Wassersäule von 3000 mm. Innen- und Außenzelt lassen sich mit wenigen Handgriffen voneinander trennen, sodass einerseits ein Sommerzelt und andererseits ein großzügiges Sonnensegel zur Verfügung steht. Das 3-Personen-Zelt von Kejecta hat eine 360-Grad-Luftzirkulation. Die Decke des Innenzelts ist komplett offen und einzig mit einem Moskitonetz ausgestattet. Das gewährleistet dem Hersteller zufolge, dass die warme Luft entweichen und Frischluft eindringen kann. Damit das Innere nicht nass wird, lässt sich bei schlechtem Wetter das Außenzelt als Regenschutz verwenden. Im Innenzelt befindet sich eine Tasche zur Aufbewahrung von Handys oder anderen wichtigen Gegenständen. Am Dach befindet sich ein Haken zum Aufhängen einer Campinglampe. Für eine insektenfreie Nacht sorgt das Netzgewebe an den 2 Eingängen. Im geräumigen Innenraum finden laut Hersteller auch 4 Personen Platz, allerdings auf Kosten der Unterbringung von zusätzlichem Gepäck. Das Zelt hat die Außenmaße 220 x 220 x 150 cm bei einer Stehhöhe von 130 cm. Zusammengepackt in der Aufbewahrungstasche ist das Zelt noch 94 x 17 x 15 cm. Laut Hersteller ist das 3-Personen-Zelt sehr robust, was an der Zeltform und dem Fiberglasgestänge liegt. Das 3-Personen-Zelt ist doppelwandig. Mit dem Kejecta 3-Personen-Zelt erhalten Sie Abspannleinen, Stahlheringe zum Sichern des Zelts, eine Packtasche mit Tragegriff, eine Gebrauchsanleitung in Deutsch und Englisch. Der nächste Produkt ist V von Tox 3-Personen-Zelt.
Laut Herstellerangaben bietet das fünfte von TOX 3-Personen-Zelt mit den Maßen 220x123x110,5 cm eine große Grundfläche, auf der zwei durchschnittliche Erwachsene oder drei schlanke Erwachsene Platz haben. Mit dem Packmaß von 42x15 cm und dem Gewicht von 2,35 kg lässt sich das Zelt laut Hersteller bequem in der zum Lieferumfang zählenden Tragetasche transportieren. Nach Herstellerangaben sorgen das 210T-Polyestergewebe und Dienstag 3.000mm Polyurethan Hydrostat Beschichtung dafür, dass Nässe und Regen nicht ins Zeltinnere dringen. Auch das 150D Oxford-Gewebe des Zeltbodens mit einer Wassersäule von 4000 mm schützt während des Campens vor Feuchtigkeit. Für die Luftzirkulation im Zeltinnenbereich hat der Hersteller laut Artikelbeschreibung an der Oberseite des Zelts ein Mikrogitter eingearbeitet, das eine Luftzirkulation ermöglicht, ohne dass Insekten eindringen können. Die beiden gegenüberliegenden Eingänge sind ebenfalls mit Moskitonetzen ausgestattet, die das Eindringen von Stechfliegen und anderen Insekten verhindern. Laut Produktbeschreibung lässt sich das fünfte von TOX 3-Personen-Zelt einfach und schnell aufbauen. Die zwei Zeltstangen, die an ihren Enden mit dicken Gummibändern versehen sind, werden gespannt und mit Heringen im Boden befestigt. Laut Hersteller bietet das Campingzelt eine Standalone-Möglichkeit, um den Standplatz bei Bedarf zu wechseln. Der nächste Produkt ist Kedo Quick Oak 3-Personen-Campingzelt V von TOX 3-Personen-Zelt. Das Kedo Quick Oak 3-Personen-Zelt lässt sich dem Hersteller zufolge dank des Quick-Up-Systems innerhalb von nur 60 Sekunden aufbauen. Erhältlich ist das Kuppelzelt in Grau. Laut Hersteller ist das Quick Oak-Zelt aufgrund des Quick-Up-Systems gegenüber Wurfzeltscheiben wesentlich einfacher aufzubauen. Zum Aufbau wird das Zelt lediglich aus der Tragetasche genommen, das Fiberglasgestänge entfaltet und das Zelt mit wenigen Handgriffen aufgestellt. Nun muss es nur noch mit den Heringen und Abspannseilen gesichert werden. Das Zelt hat im aufgebauten Zustand die Maße 300x220x160 cm. Das letzte Maß steht für die Innenhöhe in der Zeltmitte. Verpackt hat das 3-Personen-Zelt die Maße 80x24x24 cm und wiegt 6,3 kg. Zum Lieferumfang des Kuppelzelts für 3 Personen gehören neben der Tragetasche die erforderlichen Heringe, ein Reparaturset und eine Produktanleitung in deutscher und englischer Sprache. Das 3-Personen-Kuppelzelt bietet einen Dachbaldachin zum Verstauen von Wert- und Kleingegenständen. Zwei Eingänge. Einen Haupteingang mit Moskitonetz. Einen Vorraum mit eingenähter Bodenwanne. Das Zelt hat versiegelte Nähte. Die Wassersäule sowohl des Außenzelts als auch der Bodenplane beträgt 3000 mm. Laut Hersteller hat das Kedo Quick Oak 3-Personen-Zelt einen Regentest erfolgreich bestanden. Versiegelte Nähte am Außenzelt sollen einen hohen Schutz vor Regen bieten. Wie gut die Materialien vor Regen und Wind schützen, zeigt folgendes Video des Herstellers. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Coleman 205111 Coastline 3+3-Personen-Zelt Kedo Quick Oak 3-Personen-Camping-Zelt. Das Coleman 205111 Coastline 3+3-Personen-Zelt ist ein kompaktes Tunnelzelt für bis zu 3 Personen, das nach Angaben des Herstellers mit einem Vorraum für eine separate Wohn- und Schlafmöglichkeit ausgestattet ist. Die Schlafkabine hat eine Fläche von 4,2 Quadratmetern und der Boden beider Kabinen besteht aus Polyester und ist 120 Gramm pro Quadratmeter schwer. Er ist laut Coleman zudem verschweißt und an den Kanten hochgezogen. Das 3-Personen-Zelt von Coleman hat einen großen Vorraum mit 3 Eingängen. Der Vorraum hat eine Fläche von 3,8 Quadratmetern, um ausreichend Platz zum Essen, Spielen oder Planen zu bieten. Innen- und Außenzelt bestehen zu 100% aus Polyester und sind feuerhemmend. Das Außenzelt hat darüber hinaus getapte Nähte und ist dank einer PU-Beschichtung wasserdicht bis zu 3000 Metern Wassersäule. Das Innenzelt ist mit einem blickdichten Moskitonetz ausgestattet. Der Aufbau der Zelte soll einfach vonstatten gehen.
Hochflexible, leichte Fiberglasstangen halten laut Hersteller selbst starkem Wind stand. Weitere Ausstattungsmerkmale des Zeltes sind zwei Ventilationsklappen, mehrere Innentaschen und ein integrierter Kabelschlitz. Für den Aufbau des Coleman 205111 Coastline 3 plus 3 Personenzeltes liefert der Hersteller Abspannseile und ausreichend Zeltheringe mit. Für die Aufbewahrung ist zudem eine Tragetasche enthalten. Was bedeutet die Angabe PU beim Zeltmaterial? Bei der Abkürzung PU handelt es sich um die Abkürzung für Polyurethan, eine Kunststoffgruppe. Mehr zu den Eigenschaften dieser PU-Beschichtung erklärt der Ratgeber weiter unten. Der nächste Produkt ist Besport Ultraleicht 3-Personen-Zelt. Der nächste Produkt ist Besport Ultraleicht 3-Personen-Zelt. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.